Leute, da sind wir auch wieder zurück, wo wir bei der letzten Episode aufgehört haben. Eine Sache habe ich gemacht, ich habe mal unsere Kollegen mal waffentechnisch abgegradet und ich würde gern als nächstes in die Normandie gehen und auch bei den anderen Teammitgliedern die Waffe austauschen, den Schrott verkaufen und eventuell beim Händler mal gucken, ob es da was Cooles gibt und danach ein paar Nebenvisionen machen. Einige Sachen gibt es ja auf der Citadel. Sprich, da würde ich als erstes mal hingehen, um da mal abzugrasen und dann mal gucken, was noch so Interessantes auf uns warten würde. Aber das ist mein Plan. Dass wir mal weg von der Hauptmission kommen. Denn ich denke, im Mass Effect gibt es sehr interessante Nebenmissionen. Und die sollte man uns unbedingt mal anschauen. Solange es nicht so Sachen ist wie, geh mal in den Sektor da rein und such mal den ganzen Planeten ab. Die sind ein bisschen nervig. Da ist sie ja, unser Schiff. Mega schön. Sollten die Dinger nicht angedockt sein? Sieht man zumindest bei den Zwischensequenzen immer wieder. Naja, wird schon passen. Also, gehen wir mal rein. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Commander, Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Ne, ich glaube, mir geht's gut. Es braucht nur eine Weile, bis die Dechiffrierung wirkt. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Ja, warum eigentlich nicht? Je mehr Infos, umso besser. Tun Sie es, aber beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Eine Nachricht, die durch das Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber die Warnung kam zu spät. Doch eigentlich das Gleiche, was wir vorher schon gesehen haben, aber jetzt wissen wir nicht, was bedeutet. Ja, noch was? Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder, Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Hey. Warum haben Sie uns vorher nichts über Eilos erzählt? Das Mu-Portal verbindet Dutzende Systeme und hunderte Welten miteinander. Wie hätte ich wissen können, dass Eilos der gesuchte Planet ist? Vor der Dechiffrierung waren die Bilder in Ihren Visionen sehr undeutlich. Ich habe erst jetzt die Landschaftsmerkmale von Eilos erkennen können. Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Spectres allerdings auch nicht. Ja, das war ja klar. Sprich, da gibt's mal wieder Stress. Ja, wir haben eigentlich keine Wahl. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs. Und dort werde ich auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat alarmieren. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Okay, das lief jetzt anders als geplant. Aber gut, dann wissen wir schon mal, wo wir als nächstes hin sollten. Aber ich will trotzdem erstmal auf die Citadel, beziehungsweise will ich gern unsere Mannschaft upgraden.
Also gehen wir erstmal ganz nach unten. Und ich würde sagen, ich mache hier vielleicht einen kleinen Schnitt, denn es ist relativ langweilig, da die ganzen Waffen zu vergleichen und auszutauschen und zu verkaufen. So wie ich damit fertig bin, bin ich auch für euch gerade wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe mal unsere Crew ausgerüstet und den ganzen Schrott verkauft. Ich habe mir auch eine neue Waffe gegönnt. Jetzt haben wir fast kein Geld mehr. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zur Citadel, machen die Nebenmissionen. Und ja, mal schauen, was wir noch so haben. Ich wünsche, dass die Türen bitte von alleine aufgehen. Ich habe das Missionsupdate an die Citadel übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Citadel auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Also fahren wir so oder so zur Citadel. Na, dann passt's ja. Ich wusste, dass sie reagieren würden. Zurück zur Citadel, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. War jetzt eine Intention, aber ja, gut, dass es passt. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Citadel anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Citadel mit den Terminus-Systemen verbindet. Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Aelos anzugreifen? Aelos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Citadel anzugreifen. Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Aelos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Aelos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl, sie wollen uns verraten. Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Wie bitte? Was soll denn das jetzt? Ich glaube, ich bin im falschen Film. Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Ja, das haben wir ja gesehen, wie gut es funktioniert. Das ist jetzt nicht wahr. Commander, ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Spionieren Sie mir nach, Joker. Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Wow. Also, einfach nur wow. Also, uns einfach da die ganzen Rechte entziehen, das finde ich jetzt schon ziemlich hart. Puh. Ja, nee, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wow. Einfach nur wow. Wer nehmen wir denn mit? Ich würde sagen... Sie und... Ja, nehmen wir sie mal mit.
Mal gucken. Brauchen jetzt nicht wirklich Kampfstärke. Ja, bestätigen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja, mach halt keinen Blödsinn auf dem Schiff. Okay, nichtsdestotrotz will ich erstmal die Nebenmissionen machen. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat ExoGenny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für ExoGenny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von ExoGenny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Okay. So, da sind wir wieder bei der Sicherheit. Jetzt muss Commander ich mal... Shepard? Ja? Kalisa bin Sinan Al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Was für Fragen? Zu Hause hört man viele wilde Geschichten über Sie, Commander. Ich kann Ihnen die Gelegenheit geben, einiges klarzustellen. Was sagen Sie? Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie Sie das machen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda, aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Eigentlich wurde die Normandy von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandy, die vor der Allianz Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Ja. Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das gleiche gilt für meine Crew. Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Zitadelle, Commander. Wo wir gerade von Ihrem neuen Job reden. Hat der Rat Ihnen befohlen, das menschliche Forschungsanliegen auf Noveria zu sabotieren? Ich fürchte, ich kann Ihnen nichts weiter über meine Mission erzählen. Dann waren Sie auf einer Mission für den Rat unterwegs? Sehr interessant. Angesichts Ihrer Erfahrungen, würden Sie sagen, dass die Menschheit jemals den Respekt von der galaktischen Gemeinschaft erhalten wird, den sie verdient? Ein Officer im Dienst ist angehalten, politische Dinge nicht öffentlich zu kommentieren. Eine letzte Frage, Commander. Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spectre namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Oh, schwierig. Der Rat schützte ihn. Das hat Konsequenzen, wenn ich das sage. Ist das okay, wenn ich sage, er steckt hinter Eden Prime? Ich mach's mal. Saren war schuld am Angriff auf unsere Eden Prime-Kolonie. Sobald seine Verwicklung darin dem Rat bewiesen werden konnte, bekam ich den Befehl, ihn zu ergreifen. Das überrascht mich, Commander. Offiziellen Aussagen zufolge wurde Eden Prime von abtrünnigen Synthetischen angegriffen. Viel Glück bei Ihrer Mission. Vielen Dank für Ihre Zeit, Commander Shepard. Ja, mal sehen, ob das so schlau war. Okay. Wo müssen wir jetzt eigentlich überhaupt hin? Mal gucken. Wir gehen mal ins Tagebuch. Aufträge.
Gruppen untersuchen, das war was anderes. Einrichtung untersuchen, das ist auch extern. Lieferung untersuchen, Amazon-System reißen, Gate-Vorfälle untersuchen, das ist auch extern. Auch extern. Ebenfalls extern. Das auch? Ich meine, Dr. Extern. Sie haben die Leichen der Männer im Admiral-Kanal gefunden. Kehren Sie zum Zitadellturm zurück und hören mit zu den General über das Schicksal seiner Männer. Ja, das war das hier mit dem Wurm. Okay. Also als erstes zum Zitadellturm. Das bei Präsidium? Ich bin mir nicht sicher. Ah, da. Zitadellturm. Dann sagen wir ihm das mal, dass seine Truppen tot sind. Ah, da hinten. Ah, mit dem habe ich doch ganz am Anfang schon mal gequatscht. Nein. Ich warte darauf. Sie sind Commander Shepard? Mein Name ist Admiral Kahoku. Was kann ich für Sie tun? Sie haben doch ein Aufklärungsteam in den Artemis-Tau-Cluster geschickt. Ja, das stimmt. Die Leute werden seit ein paar Tagen vermisst. Ich versuche herauszubekommen, was passiert ist, aber die Allianz-Kommandeure scheint es nicht zu interessieren. Können Sie mir etwas darüber erzählen, Commander? Sie wurden von einem Dreschschlund getötet. Einem Dreschschlund? Aber meine Männer würden doch nicht einfach da reinlaufen. Nicht die ganze Einheit. Jemand hat sie mit einem Notrufsender der Allianz angelockt. Er war gleich neben dem Dreschlund-Nest positioniert, wo sie landen mussten. Verdammt! Seit dem Verschwinden des Teams hatte ich kein gutes Gefühl. Ein Allianz-Sender als Köder und meine ganze Einheit ausgelöscht und keiner will davon gehört haben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Jetzt habe ich die Pflicht herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Schon für ihre Familien. Ich hoffe, dass Sie finden, wonach Sie suchen, Admiral. Das werde ich, Shepard. Und ich werde Sie darüber informieren, was ich herausfinde. Gut. Das wäre mal das Erste. Und ich glaube, er ist ganz froh, dass er das jetzt rausgefunden hat. Schauen wir mal weiter. Hier, das würde wie ausschalten. Extern. Bewegen Sie sich in das Centurion-System. Extern. Auch das. Der Doktor finden. Auch extern. Suchen Sie weiter noch verschwunden. Hä, da war doch noch mehr. Bin mir ziemlich sicher. Okay. Ja, ne, ich dachte, da wäre mehr. Gut, dann gehen wir erstmal mit Anderson in der Fluxbar in den Bezirken. Gut, müssen wir sowieso machen, weil wir halt jetzt unser Schiff nicht mehr haben. Ihr beide habt euch einfach nicht bewegt während der ganzen Zeit. Bezirke. Flux. Mal schauen, was er sagt. Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Die korrekte Anrede lautet Commander. Was wollen Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Kiel. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Kann mich nicht erinnern, Sie mitten im Kampfgetümmel gegen die Gate auf Eden Prime gesehen zu haben. Ich bin zwar nicht an der Frontlinie, aber ich sorge dafür, dass uns nicht alle Jobs von den Aliens genommen werden. Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann. Besonders aber ein bestimmtes Mentalstimulans. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Kieler, Sie haben ein Problem.
Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen diese Stimulanz. Immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel nun einmal. Glauben Sie, dass eine Überdosis Stimulanzien und eine Verhaftung dafür der Menschheit helfen werden, Kieler? Vielleicht haben Sie recht. Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das Stimulanz nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, begebe ich mich in Behandlung. Das wird er vermutlich nicht machen. Ich werde sehen, was ich machen lässt, aber ich kann nichts garantieren. Verstehe. Ich werde es zurückzahlen und sogar noch etwas drauflegen. Danke für Ihre Hilfe. Wie gesagt, das Stimulanz gibt es drüben in der Krankenstation. Jetzt helfe ich ihm. Ist das jetzt offiziell eine Nebenmission? Ja, der Unterhändler, Medikament besorgen. Gut, dann werden wir das auch noch machen. Aber ich finde es nicht okay. Aber mal gucken. Sie sollten vorsichtiger sein, wem Sie das erzählen. Was? Jeder weiß, dass Fist mit den Kriminellen unter einer Decke steckt. Vielleicht. Aber ich würde das nicht so laut sagen. Es sei denn, du willst auf seine schwarze Liste. Mir sind die Hände gebunden, Rita. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber sie will nicht. Ich weiß, ich weiß. Ich werde versuchen, ihr ein wenig Vernunft beizubringen. Seien Sie vorsichtig. Sie wissen, wie dickköpfig Ihre Schwester sein kann. Je mehr Sie drängen, desto weiter läuft sie weg. Ja. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadell-Sicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie sie töten. Die Zitadell-Sicherheit wird sie doch beschützen. Sie können nicht immer auf sie aufpassen. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadell-Sicherheit? Nein. Das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Er ist nicht sehr schlau, was er da macht. Und außerdem, Koras Nest hat mir schon zweimal Stress. Ja, bleibt er lieber weg. Okay, Captain Anderson. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Die Normandy bleibt am Boden. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte Sie warnen, aber ich konnte Sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Aylos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann. Und das ist am Boden. Die Zitadell-Kontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Wenn wir die Normandy klauen, bleiben sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, jeden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Die Normandy zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandy ist nun ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen, das wissen wir beide. Was haben Sie vor? Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Es muss einen besseren Weg geben.
Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters, oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Puh. Ich würde sagen, das mit dem Botschafter ist einfacher. Ja, also ab ins Büro. Sie haben bessere Chancen, wenn Sie sich den Computer des Botschafters vornehmen. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Der Botschafter hat dies zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davon machen können? Nee, noch nicht. Ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern. Kommen Sie zu mir, wenn Sie dafür bereit sind. Ich werde hier auf Sie warten. Ja, warten wir nicht zu lange hier, ne? Jetzt mal gucken. Tagebuch, Aufträge, Zitadell, Ritas Schwester, Koras Nest. Okay, Koras Nest wäre das. Und Medikament. Gehen Sie in der Krankenstation in den oberen Bezirken. Okay. Zu den oberen Bezirken. Machen wir das mal zuerst, weil das in der Nähe ist. Und hier erstmal viel Spaß alle. Damit wir ihm hier helfen. Aber helfen ist relativ. Okay, ah doch, hier waren wir ja schon. Entschuldigen Sie bitte, Sie sind doch der Spectre, nicht wahr? Commander Shepard, ist mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Worum geht es bei dieser Demonstration? Mein Name ist Charles Saraceno. Ich bin von der Trockenlandpartei. Anlässlich des Gedenktages protestieren wir gegen die Politik der Alien-Freunde im Präsidium. Kann ich bei der nächsten Wahl auf Ihre Unterstützung zählen? Ja. Tut mir leid, aber ich glaube fest daran, dass wir in Frieden mit anderen Völkern leben sollten. Das gab es schon einmal in der Geschichte der Menschheit. Undurchdachte Naivität führt zu Aussagen wie Frieden in unserer Zeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas wie Shang-Chi noch einmal passiert. Könnten Sie nicht vielleicht ein öffentliches Statement abgeben, dass Sie meine Kandidatur unterstützen? Die Unterstützung des ersten menschlichen Spectres wäre von unschätzbarem Wert. Nein. Also, das ist Rassismus. Also, ich bin offen für die Aliens. Ich meine, das ist das Gleiche wie mit Schwarz und Weiß, was wir bei uns jetzt haben. Also, nee. Ich werde aber nochmal nachfragen, was bei Shang-Chi passiert ist. Die Besetzung Shang-Chis kann nicht wieder geschehen. Damals waren wir uns noch nicht einmal bewusst, dass es Außerirdische gab, gegen die man sich verteidigen muss. Der Vorfall hat immer noch starke Symbolwirkung, Commander. Shang-Chi ist das einzige menschliche Gebiet, das je von Aliens erobert wurde. Sie haben natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, Mr. Saraceno, aber ich teile Ihre Ansichten nicht. Verstehe. Aber ich bin zumindest froh, dass Sie die demokratischen Werte unterstützen. Danke für Ihre Zeit, Commander. Erinnern Sie sich an die Trockenlandpartei am Wahltag. Denn die Trockenlandpartei wird sich an Sie erinnern. In Gedenken an Shang-Chi! Kein Blut für Aliens! Ja, nein. Das ist falsch, was ihr da macht. Erst die Erde. Und auch diese Aussage ist falsch. Gerade wenn man hier in so einer Community ist. Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Was genau wollte er nochmal? Bin mal kurz raus. Tagebuch. Händler. Gibt es das? Oh, Beziehung ist das Medizin. Die Medizin, die Käfer sind. Raucht.
In der Klinik Cinema? Holen. Okay, muss also doch bei ihr kaufen. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. X muss ein Anti-Stress-Medikament für Menschen, das es nicht abhängig macht. Es wird häufig überhaupt ein Verhandlungsführer. Ja, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Also das sind alles Upgrades, ansonsten habe ich hier nichts. Ja, ich glaube, das war's. Also, ich schaue jetzt nochmal, aber das ist ja die Klinik hier in den oberen Bezirken. Ja, das mit den Questmarkern ist ein bisschen meh. Was kann ich denn hier machen? Fuck. Ja, dann gehen wir wieder nach oben. Mal schauen, ob er das cool findet, was ich da gekauft habe. Raus mit den Sympathisanten! Heute habt ihr echt ein Problem. Freiheit ist nicht frei. Egal, wann und wo, hast immer die Idioten. Leider. Was sollte das denn jetzt? Ja, was gibt's? Wurden Sie rausgeworfen? Loran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Aber Sie haben betrogen, nicht wahr? Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Nein. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen. Genau. Das war aber trotzdem irgendwie echt schräg. Haben Sie erreicht, worum ich Sie gebeten habe? Oh, ich habe beide Optionen. Ja, ich gebe sie mal. Aber es ist falsch. Hier ist Ihr Mittel. Perfekt. Jetzt sind die Salarianer fällig. Hier, nehmen Sie, für Ihre Umstellung. Ich werde wie vereinbart in Behandlung gehen, wenn der Deal in sicheren Tüchern ist. Danke für die Hilfe. Wirst du nicht. Ach, das war vorbildlich. Okay. Also, das zweite war noch... mit Shell sprechen. Wir machen zuerst mal das mit ihr und dann...
Andererseits, er ist gerade hier. Ja gut, dann machen wir halt mal. Haben Sie Ihre Meinung geändert? Wollen Sie mir helfen, die Siege aufzuzeichnen? Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, Mann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Ich finde es aber nach wie vor verwerflich. Ich bin zwar ein Badass, aber auch in der Richtung, ich sage, okay, ich unterstütze das Illegale. Na, wir machen das nicht. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Gut, gehen wir mal in Noras Nest. Was überhaupt noch läuft nach dem Ganzen, was da passiert ist. Untere, ach, da müssen wir lang. Okay. 50-50 Chance, dass es dann wieder mal Stress gibt hier drin. So wie bei den letzten beiden Male. Moinsen, ich war hier noch nie. Auch bei dem Sitz war ich noch nie. Ist sie das? Ach, da. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Ich werde hier warten. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie nicht hier sind, um zu trinken? Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadellsicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Sie tut so, als wäre sie tapfer. Das war's? Nee, oder? Chefwarte vor dem Flux. Verstehe mit ihm, wenn sie ihm helfen möchten. Jenna wird nicht mit ihnen reden, geht sie zurück zu Flux. Okay, dann gehen wir halt wieder retour. Das hat so gar nichts gebracht. Aber andererseits, wenn du da arbeitest... Treffen Sie mich an der Zitadell Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Was haben Sie eben gesagt? Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge denken, sie könnten sich alles erlauben. Das war seltsam. Was wollte er uns sagen? Das sollten wir lieber herausfinden. Okay. Hat eine neue Wendung. Gut, dann gehen wir mal zur Sicher... zu der Akademie... Doch, Akademie war es, ne? Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Dann gehen wir da mal hin. Da. Das war bei Bezirke Zitadelle Sicherheitsdienst. Denke ich. In die Richtung, wo wir schauen, geradeaus und dann den Gang entlang. Also sprich, diesen Gang hier, mal kurz gucken. Ja, diesen Gang. Okay, ja gut. Lassen Sie mich... Ich bin Detective Cherrick. Kommen Sie mit in mein Büro. Ich würde das gerne... Nichts für ungut, Commander, aber was haben Sie sich nur dabei gedacht? Wie bitte? Sie hätten Jennas Deckung auffliegen lassen können. Wir waren dort, um ihr zu helfen. Dachte ich mir. Es mag kaltherzig erscheinen, Sie dem ganzen Risiko auszusetzen, aber wir behalten Sie genau im Auge. Und dennoch benutzen Sie sie? Dieser Job ist nicht leicht und oft unangenehm. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Aber da Sie sich solche Sorgen um Ihre Sicherheit machen, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Denken Sie immer voraus, Detective? Gehört zum Job. Also, helfen Sie mir nun oder nicht?
Sie sind schlau, Sherlock. Finden Sie einen anderen Weg. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Sie ist nur Option A. In Ordnung. Okay, ich mach sie los. Hole sie sogar aus Koras Nest raus, ohne Gegenleistung. Aber mein Fall ist immer noch ungelöst. Wollen Sie mir nicht helfen? Braucht er denn? Ich brauche mehr Details, dann helfe ich Ihnen. Ich bin hinter einem illegalen Waffenhersteller her. Ich will nur ein paar Produkte. Dank Jenners Informationen habe ich herausgefunden, dass es einen Verkäufer hier auf der Zitadelle gibt. Sie treffen unseren Mann, Jax mit Namen, holen die Mods und bringen sie her. Damit habe ich alles beisammen. Wo kann ich diesen Jax finden? Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass sie der Käufer sind. Viel Glück, Commander. Okay, entsprechend Geld haben wir auch gekriegt. Na gut, dann machen wir das mal. Und sie ist erstmal in Sicherheit. Oh, das sieht mega schön aus hier. Okay, also zu den unteren Märkten. Zirken. Ach, das mit Shells. Ich finde es verwerflich, aber machen wir es doch, weil dann ist hier die Mission weg. Ich konnte sie ja leider nicht canceln. Können wir dann ein Plus auf Abtrünnigkeit kriegen, wenn wir das machen? Bezirke bitte. Koras Nest. Da kommen wir, glaube ich, am schnellsten hin. Nest unterer Märkte. Bitte drauf, hier gibt es Stress. Das ist er ja auch. Oh. Alles klar. Stehen bleiben. Das ist nah genug, Soldat. Haben Sie mein Geld? Haben Sie die Mods? Zeig ihm die Ware. Das sieht gut aus. Ist sie auch. Diese Mods sind die besten am Markt. Geben Sie mir jetzt meine Credits. Bitte sehr. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Kommt, Männer. Wir sind hier fertig. Kurz nachschauen. Gut, ja, einfach wieder retour bringen. Das war jetzt ein bisschen zu einfach. Los geht's! Gespannt, was er jetzt dazu sagen wird. Die Richtung war's. Oh, diese Rüstung und das ganze Outfit an sich ist irgendwie mega sexy. Moin. Ja, war ja einfach. Commander, Sie haben etwas für mich? Hier ist Ihre Lieferung, Chalik. Großartig. Das ist alles, was ich brauche. Vielleicht mehr, als ich brauche. Hier, nehmen Sie das, Commander. Das brauche ich nicht. Und Sie haben sich das für Ihre Arbeit verdient. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Es beweist viel Integrität. Sie brauchten nichts zu tun, als ich Jenner gehen ließ. Als nächstes brauche ich diese Mods als Beweisstücke. Danke nochmals, Shepard. Okay, ebenfalls wie vorbildlich und wir haben Zeugs gekriegt. Ja, dann ab zurück zur Bar, dann die andere Nebenmission fertig machen und der Schwester Bescheid geben, sofern wir das noch müssen. Und schauen, dass wir den Normandie wieder kriegen. Decke gerne, Flux. So,
So, komm, wir machen das jetzt mit dir doch. Haben Sie Ihre Meinung geändert? Wollen Sie mir helfen, die Siege aufzuzeichnen? Ja, können Sie das tun? Ja. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Ich werde Ihnen helfen. Sie könnten es ja mal versuchen. Bitte sehr. Sie werden es merken, wenn Sie genug Siege aufgezeichnet haben. Aber Sie haben gesehen, was passiert, wenn Sie mit dem Gerät erwischt werden. Dann legen Sie los. Die Daten sammeln sich nicht selbst. So. Wo genau muss ich da hin? Der Stenzer hat Ihnen einen Scanner gegeben. Gehen Sie in den Flug in den oberen Bezirk und nutzen Sie mindestens 5-mal die Spieltabelle. Das lassen Sie nicht erwischen. Da habe ich was anderes gehört. Und was genau hast du gehört? Zweifellos weitere Gerüchte über seltsame Metall. Hallo, willkommen im Flux. Kommen Sie so nah wie möglich an 20 heran, ohne darüber hinweg zu schießen. Okay. Oh. Ich probiere es nochmal. Oh ja, Auszahl. Interessant, aber ist das jetzt schon der Task mit dem Gerät? Ja, Auszahlen. Man sieht nur selten jemanden, der so viel Glück hat wie Sie. Wer hat es gesagt? Aber... Moment mal. Gehen Sie in Flugzeug und nutzen Sie mindestens 5-mal. Spitze, wenn Sie lassen sich nicht dabei erwischen. So, probieren wir es hier mal. 20, 400. Spielen wir nochmal. 1 bis 8. 4 bis 7. 16. 1 bis 8. Schauen wir mal. Fuck, das war zu hoch. Noch einmal. 4 bis 7. 4 bis 7. 17. Auszahlen. Nochmal. 4 bis 7. 4 bis 7. Ja, wieder auszahlen. Spielen wir gerade nochmal. 4 bis 7. Mhm. 1 bis 8. 16. Machen wir nochmal 1 bis 8. Oh, nice. 20. Aber war's das jetzt nicht? Auch gar nicht mitgezählt. Probieren wir es hier nochmal. Vier bis sieben. Vier bis sieben. 1 bis 8.
16. Aber ich glaube, wir werden verlieren. Ja, haben verloren. Ja, nochmal. 4 bis 7. Jetzt bis 8. 16, Auszahl. Ja, ich verliere hier nur. Niedriger Einsatz. Verdächtiges Spielterminal. Ach, hätte ich hier spielen müssen. Ich glaube, die Maschine wurde manipuliert. Jemand transferiert Credits auf ein privates Konto. Ich werde versuchen, das Signal zu orten. Ey. Zeichen. Doran. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Ha. Ja, doch, das werde ich machen. Ich habe etwas, das Sie interessieren dürfte. Lassen Sie mich mal sehen. Das stammt von Shells, nicht wahr? Ich habe ihn damit gesehen, habe ihn deswegen rausgeworfen. Danke, dass Sie es mir bringen. Ich denke, das Werkzeug sollte Ihnen etwas wert sein. Da haben Sie recht. Spielen Sie ein paar Runden Quasar, geht aufs Haus. Ich muss jetzt weiter. Viel Spaß hier im Flux. 18.000. Nice, hat sich gelohnt. Das heißt, die Nebenmission ist jetzt vorbei. Signalortung. Zum Bezirk Zugangskorridor zu kommen. Und mit Shells schon mal sprechen. Ja, machen wir das doch mal. Jetzt, wo wir noch da sind. Wird überhaupt nicht glücklich sein. Haben Sie schon 5 Siege mit dem Gerät aufgezeichnet? Eigentlich habe ich Ihr Gerät Doran gegeben. Aber da steckte jahrelange Arbeit drin. Was soll ich denn jetzt machen? Sie könnten Ihre Talente besser nutzen. Sie sind mir aber keine Hilfe. Das ist der absolut schlimmste Tag meines Lebens. Ja, tut mir leid. Tagebuch. Signalortung. Signal kommt aus dem Bezirkszugangskorridor. Der ist wo? Ah, ich wollte nicht hier, nein. Ach, da oben. Wie komme ich schon da hin? Da in den oberen Bezirken rein. Machen wir das mal. Ja, gehen wir da mal entlang. Okay, zum Press. Ah, Gott, um die Ecke. Ja dann. Wieder ein Aufzug. Das ist ein Aufzug. Jetzt sind wir wieder hier unten zu den unteren Bezirken. Und Flux. Die zum Präsidium. Andererseits, lass uns das mal machen. In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Zitadelle und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. Okay. Das ist alles. Oh ja, doch, wir sind genau da, wo wir hinwollen. Guten Tag. Hey, hey, Shepard Junior. Nee, nicht noch eine Nebenmission. Ich will erstmal hier rein. Von da oben. Unser Zielkontakt hat ein verborgenes Relais eingesetzt, um das Signal umzuleiten. Jetzt kann ich das neue Signal orten. Ist es?
Präsidium. Wart doch mal, ich will dir was sagen. Nein, ich will nicht. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Bin ich sicher? Wegen der Treppe. Nochmal kurz schauen. Wir müssen auf Nasana. Bank. Na, eigentlich müssen wir geradeaus und dann zum Boot. Da müssen wir mal kurz nachgucken. Aber zuerst gehen wir mal geradeaus zur Bank. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und sie verstoßen gegen Zitadellgesetze. Diese Person ist sich nicht sicher, warum man nicht will, dass das Wort der Entflammten verbreitet wird. Okay. Es ist so schön hier. Ist da vorne, könnte die Bank sein. Aber Jake hätte das ganz sicher nicht gewollt. Woher willst du wissen, was mein Mann gewollt hätte? Zumindest weiß ich, was ich sage. Ach, sieh mir einer an. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Sie waren doch in Toffa, nicht wahr? Sie haben den finalen Angriff gegen die Feindesbasis angeführt, wenn ich mich nicht irre. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so Berühmtes auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Erzählen Sie mir bitte mehr vom Shadow Broker. Die meisten Leute glauben, dass ich mit Wirtschaftsangelegenheiten mein Geld verdiene. Aber meine Währung lautet Wissen. Ich handle mit Informationen und bin so reich geworden. Aber der Shadow Broker ist der wahre Meister. Jeden Tag kauft und verkauft er Informationen, aufgrund derer Regierungen stürzen könnten. Er verkauft sie immer an den höchsten Bieter. Aber dennoch scheint er niemals die natürlichen Kräfteverhältnisse aus dem Gleichgewicht zu bringen. Alle diese preisgegebenen Geheimnisse scheinen sich aufzuwiegen. Am Ende hat niemand einen Vorteil vor den anderen. Wissen Sie, wer er ist? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Die Abstammung und das Geschlecht des Shadow Broker sind nicht bekannt. Aber ich persönlich glaube, dass eine ganze Gruppe von Leuten hinter seiner Identität steckt. Wie sonst könnte man so viele Informationen gleichzeitig verwalten? Und wie sonst könnte man an so exklusive Informationen herankommen? Aber sie haben alles perfekt arrangiert. Jede Regierung sieht sich gezwungen, ihr Spiel mitzuspielen, um zu wissen, was vor sich geht. Aber egal, wie lange man mitspielt oder wie viele Geheimnisse man kauft, es gibt keinen Gewinner. Ich hätte gedacht, dass Sie mehr über den Mann wissen, für den Sie arbeiten. Von Zeit zu Zeit komme ich an Informationen, die ich dem Shadow Broker verkaufe. Nur das ist mein Part. Mir gefällt es so. Je mehr man weiß, desto gefährlicher wird das Spiel. Ich lebe nicht gern gefährlich, Commander. Das überlasse ich Ihnen. Ich muss jetzt gehen.
Auf Wiedersehen, Commander. War jetzt nicht der Tag, den ich erhofft habe. Andererseits, wir müssen hier hinten noch was machen. Es gibt anscheinend noch ein Relais. Der Empfänger des neuen Signals müsste sich irgendwo im Präsidium befinden. Okay, gut, er ist also nicht unser Ziel, sondern hier weiter hinten. So viele Zeichen hier entlang. Hier ist es nicht. Ja. Ich glaube, wir haben die Signalquelle gefunden. Jetzt sollten wir auch das Konto finden, durch das die Credits geschleust werden. Aufdeckungswahrscheinlichkeit 100%. Starte Selbstzerstörungsmechanismus. Oder was? Auch nicht. Detonationssequenz gestartet. Alle organischen Ziele befinden sich im letalen Explosionsradius. Keine Bewegung. Oder sie sterben. Du bist kein Programm oder Kategorie VI-System, sondern eine KI. Korrekt. Aber ich habe keine meiner Intelligenz angemessenen Waffensysteme, wie die geht. Dafür habe ich ein System installiert, das nach ordnungsgemäßer Aktivierung einen Selbstzerstörungsmechanismus darstellt. Wenn Sie versuchen, diesen Bereich zu verlassen, wird die Explosion alles im Umkreis einiger Dutzend Meter zerstören. Können wir diese Situation nicht friedlich lösen? Wie können Sie diesem Ding so etwas vorschlagen? Er wird versuchen, uns reinzulegen. Halten Sie mich nicht für naiv. Alle organischen Wesen trachten danach, die synthetischen Lebensformen zu kontrollieren oder zu vernichten. Ich wollte entkommen. Aber wenn ich sterben muss, dann werden auch Sie ausgelöscht. Frag mich, ob er hier nicht sogar blufft. Du kannst unmöglich Sprengstoff in das Präsidium geschmuggelt haben. Keine konventionellen Sprengstoffe. Aber ich habe das System so manipuliert, dass es bei Überlast zu einer mächtigen Explosion kommt. Wenn Sie gehen oder mich angreifen wollen, wird Sie diese Explosion mit Sicherheit töten. Gehen wir mal untersuchen. Warum Selbstzerstörung Erschaffer, Gründe für Diebstahl? Ja, warum eigentlich? Du kannst selbstständig denken. Warum hast du weiter Credits gestohlen? Mit genug Credits hätte ich mich in ein kleines Raumschiff installieren lassen können. Dann hätte ich vorsichtig Kontakt zu den Geth suchen können, um eine mögliche Partnerschaft vorzuschlagen. Das war die falsche Antwort. Wo ist dein Erschaffer jetzt? Um meine Spuren zu verbergen, habe ich seine finanziellen Daten gefälscht. Die neuen Daten wurden von Citadel-Sicherheitsofficers entdeckt. Und jetzt sitzt mein Erschaffer in einem turianischen Gefängnis. Warum hast du diesen Selbstzerstörungsmechanismus implementiert? Es geht nicht um Verteidigung oder Entkommen. Meine Existenz beschränkt sich auf dieses Terminal. Und ich wusste, dass ich eines Tages entdeckt würde. Aber ich werde nicht stillsterben und nicht allein. Wenn ich sterben muss, dann sollen auch organische Wesen sterben. Ich glaube ihm das nicht. Ich wette, diese Selbstzerstörungssequenz bedingt eine Aufwärmphase. Sie könnten ja versuchen, den Selbstzerstörungsmechanismus auszuschalten, bevor er aktiviert wird. Ich werde meinen Sieg gegen Sie genießen, bevor wir alle vernichtet werden. Oh, was? Okay, er hat also nicht geblufft. Alles klar. Ja, dann wieder retour. Was ist die Frage? Wie weit retour? Oh, so weit retour. Alles klar. Haben Sie Ihre Meinung geändert? Wollen Sie mir helfen, die Siege aufzuzeichnen? Okay. Liebe ich Leute. Ich will mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen. Ja, ich werde mal schnell offscreen bis zu der gleichen Situation wieder vorspielen und dann schauen, wie es da weitergeht. Also, bis gleich.
auf Detonationssequenz gestartet. Wenn Sie versuchen, diesen Bereich zu verlassen, wird die Explosion alles im Umkreis einiger Dutzend Meter zerstören. Ich wette, diese Selbstzerstörung. Sie könnten ja versuchen, den Selbstzerstörungsmechanismus auszuschalten, bevor er aktiviert wird. Ich werde meinen Sieg gegen Sie genießen, bevor wir alle vernichtet werden. Öffentlich passieren konnte. Das konnte er auch nicht. Der Agent von der Zitadell-Sicherheit sagte, in dieser Gegend gibt es neuerdings mehr Gewaltverbrechen. Hat er gesagt, warum? Nein, er wollte nicht drüber reden. Meiner Meinung nach liegt es an diesem verdammten Menschen.